Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12. Entwurf eines Gesetzes zur Verankerung der Pflichten von Schülerinnen und Schülern im niederländischen Schulgesetz. Hier handelt es sich um einen Gesetzentwurf der Fraktion der FDP in der Drucksache 17-7023. Zu diesem Gesetzentwurf findet die erste Beratung statt. Zu Wort gemeldet hat sich für die FDP-Fraktion der Kollege Björn Försterling. Bitte schön, Herr Försterling. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der heute schon diskutierte Fall der vollverschleierten Schülerin in Belm hat dazu geführt, dass wir uns in der FDP-Fraktion intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob eigentlich die Pflichten von Schülerinnen und Schülern hinreichend konkret geregelt sind im niedersächsischen Schulgesetz. Und beim Blick in das niedersächsische Schulgesetz stellt man tatsächlich fest, dass die einzige Pflicht, die dort erst einmal konkret geregelt ist, die in § 58, nämlich dass Schülerinnen und Schüler auch am Schulunterricht teilzunehmen haben. Und genau daraus leitet man dann im Erlass ab, dass die Schüler auch an Ganztagsbetrieb teilzunehmen haben etc. Und regelt dann im Erlass selbst keine weiteren Pflichten für die Schülerinnen und Schüler, sondern verweist im Erlass lediglich auf einen KMK-Beschluss vom 25. Mai 1973, der wiederum, wenn man sich das anschaut, auch nicht konkret wird zu den Pflichten einzelner Schülerinnen und Schüler, sondern wiederum nur auf das Schulverhältnis abstellt. Und da haben wir gesagt, naja, möglicherweise schreckt das Ministerium und die Landesregierung auch deswegen vor konkreten Handlungen in Belm zurück, weil man sich gar nicht sicher ist, ob die Rechtslage tatsächlich derart herhalten könnte, dass man vor einem Verwaltungsgericht auch Bestand hat. Und aus unserer Sicht lässt es sich auch nicht erklären, warum man beispielsweise für Lehrerinnen ganz konkret im Schulgesetz sogar die Kleidungsfrage regelt, aber im Schulgesetz selbst nichts zu den Pflichten von Schülerinnen und Schülern sagt. Und deswegen schlagen wir Ihnen hier vor, eine Regelung zu fassen und den § 58 dahingehend zu erweitern, dass alle Schülerinnen und Schüler sich so zu verhalten haben, dass der Bildungsauftrag der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann, und die Schülerinnen und Schüler dazu zu verpflichten, alles zu unterlassen, was den Schulbetrieb oder die Ordnung der von ihnen besuchten Schule oder einer anderen Schule stören könnte. In anderen Schulgesetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, findet sich eine ebensolche Regelung, weil man scheinbar erkannt hat, dass es sinnvoll ist, dass weg vom KMK-Beschluss aus 73 tatsächlich auf eine schulgesetzliche Ebene zu stellen. Wir würden dann weiterhin vorschlagen, dass tatsächlich ein Verstoß gegen diese Pflichten von Schülerinnen und Schülern auch dazu rechtfertigt, zum erweiterten Anwendungsbereich der Ordnungsmaßnahmen nach § 61 zu kommen und nicht nur wie bisher möglicherweise einen einmonatigen Schulverweis zu fordern, sondern auch es möglich zu machen, die Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 bis zu 3 Monate von der Schule zu verweisen und im Sekundarbereich 2 auch gänzlich von der Schule zu verweisen. Und das bezieht sich eben nicht nur auf den Fall in Belm, sondern es bezieht sich grundsätzlich auf die Pflichten der Schülerinnen und Schüler. Von daher sind wir sehr gespannt auf die Gesetzesberatung. Und uns ist natürlich auch klar, dass damit ein Einzelfall wie in Belm nicht abschließend gelöst ist, dass man lediglich dazu kommt, dass man die Schülerinnen von der Schule verweisen muss, sondern da greifen dann natürlich andere Instrumente. Auch damit müssen wir uns möglicherweise mal beschäftigen hier im Landtag. Wie kann eigentlich dort eine Jugendhilfe funktionieren? Welche Möglichkeiten haben wir dort beispielsweise? Ich finde, wir müssen auch offen die Frage diskutieren, ob nicht sozusagen auch eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, wenn man ein 14-jähriges Mädchen
voll verschleiert zur Schule gehen lässt und auch in der Freizeit voll verschleiert nur noch aus dem Haus lässt, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Mädchen in ihrer Entwicklung deutlich beeinträchtigt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber tatsächlich sollten wir uns davor hüten, zu sagen, das muss alles die Schule regeln. Schulen stoßen irgendwann an die Grenze des Machbaren und dann ist eben die Jugendhilfe gefragt. Und deswegen ist es aus unserer Sicht notwendig, das Schulgesetz zu ändern. Nicht nur für den Einzelfall, wo wir dann die Möglichkeit hätten, einen Schulverweis auszusprechen, um in dieser Zeit intensiv die Jugendhilfe arbeiten zu lassen, sondern um beispielsweise auch in anderen Fällen tätig zu werden. Und das stellt sich ja eben auch an der Oberschule Belm, ich hatte das vorhin schon angesprochen, beim Blick auf den jüngeren Bruder dieser Schülerin. Wir sind der Meinung, im Schulgesetz sollten die Pflichten klar geregelt werden. Ich freue mich auf die Beratung. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr offen darüber sprechen können, ob diese Regelung erfolgen sollte oder nicht. Ich fände es begrüßenswert, wenn wir auch klar als Gesetzgeber sagen, es gibt auch von Schülerinnen und Schülern gewisse Pflichten, die sie zu erfüllen haben. Das gehört nun einmal zum Erwachsenwerden dazu, dass man auch gewisse Pflichten zu erfüllen hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke, Herr Försterling.